Und kaum ist er abgewählt, geht er in die freie Wirtschaft. Genau, nämlich zum Stromproduzenten RWE, der in ganz Europa am allermeisten Kohlendioxid ausstößt. Clemens neuer Aufsichtsratsposten, wieder Aufregung im Bundestag. Was aber nicht geht, ist der unmittelbare Wechsel aus Regierungsämtern in Vorstände und Aufsichtsräte von Energiekonzernen, mit deren Regulierung man früher selbst direkt zu tun hatte. Und es ist schon eine Frage der Sensibilität, ob und wann ich politisches oder auch sonstiges Insiderwissen in bare Münze umwandle. Das ist eine Form von Korruption, die in Deutschland leider legal ist. Harte Vorwürfe. Korruption. Da denkt man sofort an Geheimtreffen, Geldkoffer, Versprechungen und Pöstchen als Dankeschön. Aber Korruption ist doch verboten. Da gibt es doch ein Gesetz dagegen. Strafgesetzbuch, Paragraph 331, Vorteilsannahme. Der läuft allerdings ins Leere. Das erklärt der renommierte Strafrechtsprofessor Peter Alexis Albrecht von der Universität Frankfurt seinen Studenten und auch uns. Das sind Dinge, die werden vorher abgesprochen oder im Hinterzimmer vereinbart und verhandelt. Und jeder weiß, was verboten und was erlaubt ist. Und ein Staatsanwalt hat einfach nicht die Möglichkeiten und die Methoden, den Nachweis zu führen, dass es vorher abgesprochen war. Insofern ist die Justiz entmachtet. Das wissen auch die Herrschaften im Hohen Haus. Sie wissen genau, dass sie der Staatsanwalt im Falle eines Falles eher nicht erwischt. Schnelle Wechsel vom Ministerposten in die Wirtschaft haben eine lange Tradition. Der prominenteste Fall, Werner Müller, Ex-Wirtschaftsminister. Erst hat er bei der EU für die Steinkohlesubventionen gestritten und dann ist er Kohlenhändler geworden. Nämlich Chef der Ruhrkohle AG, RAG. Da wird er quasi mit den Subventionen bezahlt. Der bayerische Wirtschaftsminister Otto Wiesheu handelte jahrelang Bahnverträge aus. Dann regelte er bei den Koalitionsverhandlungen noch schnell die Zukunft der Bahn. Und jetzt ist er bei der Bahn der Vorstand für politische Beziehungen. Vorher als Minister alle Erkenntnisse zu sammeln und hinterher als Privatmann im Eigeninteresse diese Erkenntnisse umzusetzen. Dass das möglich ist außerhalb des Strafrechts, das ist der eigentliche Skandal. Aber auch Staatssekretäre versilbern ihr Insiderwissen. Auch sie wechseln gern schnell in die Wirtschaft. Kayo Koch-Weser war im Bundesfinanzministerium auch für Kredite zuständig. Russland zum Beispiel schuldet uns ganz viel Geld. Und die Schuldscheine der Russen sozusagen wurden verkauft. Das durfte vor allem die Deutsche Bank machen. Der Bundesrechnungshof kritisierte, der Verkauf brachte über 1 Milliarde Euro Verlust. Natürlich nicht für die Deutsche Bank, sondern für die Steuerzahler. Jetzt will Koch-Weser Vizevorsitzender und Berater werden. Natürlich bei der Deutschen Bank. Manfred Overhaus, langjähriger Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Zuständig für den Haushalt und damit auch für Subventionen. Und dann ging er flugs zum Hauptempfänger der Subventionen, zur RAG-Tochterfirma Deutsche Steinkohle. Eigentlich müssen Politiker über ihr Insiderwissen ja schweigen. Das Hauptdilemma des Politikers in hoher Position ist, dass er zahlreiche Amtsgeheimnisse erfahren hat, die er nur als Politiker wissen darf und die er dann mit hineinnimmt in die Privatwirtschaft. Und dort wird er automatisch von diesen Geheimnissen Gebrauch machen müssen, weil der Mensch nun mal nicht zwei Hirnhälften hat, die getrennt sind. Nur verrät sie keiner, wenn sie die Geheimnisse verraten. Hohe Politiker sollten nicht mehr sofort in die Wirtschaft wechseln können, weil es moralisch höchst fragwürdig ist und nach Korruption riecht. Da muss der Bundestag endlich ein ordentliches Gesetz beschließen. Stattdessen immer wieder Streit über Anstandsregeln. Erst vor 2 Wochen wieder fruchtloses Palaver. Dann lasst uns doch mal jetzt einen Ehrenkodex entwerfen. Was wir brauchen, sind klare und kodifizierte Regeln. Was kritisieren Sie eigentlich? Nicht alles, was nicht verboten ist, ist auch erlaubt. Keine zusätzlichen gesetzlichen Regelungen haben. Wir können uns nicht nur auf ungeschriebene Regeln verlassen. Ein Ehrenkodex wird nicht helfen. Ein bloßer Ehrenkodex reicht nicht. Wenn die Politiker Ehre hätten, dann würden sie es ja jetzt schon nicht machen. Nein, da muss meines Erachtens ein verbindliches Gesetz her. Ein Gesetz muss endlich verabschiedet werden. Dazu fehlen nur noch die richtigen Volksvertreter.
Ja, und die brauchen es nicht mal neu zu erfinden. Andere Länder machen es vor. In Großbritannien zum Beispiel entscheidet eine Kommission, wann ein ehemaliger Politiker einen Job in der Wirtschaft annehmen darf. Und je enger die Beziehung zwischen Amt und der neuen Aufgabe ist, desto länger muss er warten.